mein Gott, Baby, ihr seid so heiß beide zusammen. So viel Cabanossi liegt hier rum. Jungs, die Cowboy kommt dorthin wahrscheinlich. Die wird ein Falle sein von die gelbe BVB-Krieg. Wir merken dich wie ein Kuh, Junge. Der Cowboy wird euch alle ficken. Der Cowboy ist unser Chef. Ich hoffe, du hast dir den Weg gemerkt, wie du wieder zurückkommst. Hey, ihr könnt mich nicht zurücklassen hier. Hallo, ihr Schmucks. Hallo, was los? Von welcher Bande seid ihr? Was macht ihr hier? Alter, das müsstest du ja wissen, wenn du unsere Hose trägst. Und wie du das erlaubt haben, oder nicht? Also euch gibt's noch? Ich dachte, ihr habt alles verkackt. Jeder kann blau tragen. Ihr könnt doch nichts. Ihr habt nichts drauf. Ihr seid unbekannt. Tschüss. Was war denn das? So, mein Freund. Ich bin euer Anführer. Ah! Warum? Oh. Ein Scheißdreck bist du. Und was bist du dann? Das ist auf jeden Fall was Besseres als du. Merkt man kaum. Überzeug mich jetzt. Was ist das für eine Fliege da? Holland-Farbe. Kannst du die holländische Nationalhymne? Ja, natürlich. Na, dann gib ihm. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Kleines, freches, schlaues Biene. Geht das auch in schön? Besser kann ich nicht. Sing du doch mal, wenn du schon andere kritisierst. Ich bin eher so der Kritiker, weißt du? Wäre schön gewesen, hättest du jetzt Engelsstimme Gesang gemacht. Das wäre toll gewesen. Das wäre schon ein Move gewesen, aber lieber nicht. Stell dir vor, aber wenn du auf einmal... Komm, ist gut, Jungs. Fahren wir zu unserem Haus, hä? Wo hast sind ein Auto die anderen? Oder was? Nein, ich hab kein Auto. Dann lass ein bisschen laufen. Bisschen Beine vertreten. Wo sind die anderen? Ich weiß nicht, die sind bestimmt nur irgendwo verteilt. Ah, da ist er schon. Wunderbar. Da ist er doch. Aussteigen, oh, Junge, wir sind Juli. Da. Komm rein, Jungs. Los geht's. Nauze, du steigst aus. Was ist denn jetzt los, Junge? Kennst du mich nicht? Warum hat der eine blaue Hose an? Weil ich dein Boss bin, Junge. Kennst du mich nicht? Der hat noch eine Genehmigung von damals. Das müssen wir eigentlich mal mit Jordan klären. Natürlich, ich hab eine Genehmigung. Man kann ja direkt mit. Digga, verpiss dich vom Fahrer, Jalla. Wir haben keine Zeit. Verpiss dich vom Fahrer, ja, ich will fahren. Was ist los bei euch? Wo habt ihr, müsst ihr hinfahren? Wir müssen uns meilen. Allein steigen. Alle rein. Natürlich. Außer der komische Typ da. Nee, lass ihn einfach mitnehmen. Ich bin dabei, Junge. Dein Sohn hat mir ein Auto geklaut, Digga. Kannst du mir erstmal Kohle geben? Was ist ich das? Ich hab kein Kind. Doch, Digga, diesen, wie heißt der? Bruno van de Maas oder so eine Scheiße. Kenn ich nicht. Ja, der hat mir da was anderes erzählt. Das ist nicht erwiesen, dass die von mir ist. In einer Talkshow in Holland haben die einen Vaterschaftstest gemacht. Weißt du schon, dass es ihn gibt? Die Motorradbande hat mich abgezogen und auf eine Insel ausgesetzt. Ich will die wegmachen. Wer ist denn die Motorradbande? Lotz. Wie? Lotz. Lost? Ja. Die gibt's aber nicht mehr hier. Ja, aber mit solchen Kute, das waren schwarze Kute, Junge. Hä? Oh mein Gott. Gesehen? Wie war das? Das ist nicht schlecht. Der ist voll in dich reingefahren. Jo, alles okay? Ist gut? Ja, alles gut, Leute, alles gut. Warum fährst du denn auf einmal so rüber? Hast du dich erschrocken oder was? Ja, ihr kommt auf meiner Spur entgegen, Leute. Ja, tut mir leid, aber ich bin extra deswegen dann auf einmal ganz links gefahren. Ich dachte ja nicht, dass du auch noch links ausweist. Naja, gute Besserung. Brauchst du einen Verbandskasten? Ciao. Unser Fahrer, Jungs, sehr freundlich dafür, dass er nur ein Fahrer ist. Weil, Junge. Ja! Hey! Denn nur der Fahrer sagt jetzt, dass du aussteigen sollst. Ja, aber was bist du denn da sonst in die Blaue? Ja, wir fahren jetzt zum Oberguru. Komm. Ja, ich dachte, du bist der Oberguru. Ja, aber was ihr euer Oberguru bisher nennt, Junge, das wird sich gleich ändern, wenn ich da bin. Ja, aber die Obergurus sitzen doch schon mit dir hier. Auch. Stell nicht so viele Fragen. Das war ja keine Frage, war eine Aussage. Kein Problem. Holla. Wie läuft's hier? Alles gut hier in Krieg? Alles läuft geradeaus. Gut. Komm, wir gehen rein. Ja. Jungs, wir haben viel vor heute, ja? Ich hoffe, ihr seid gut drauf. Was haben wir vor? Komm, erzähl mal. Wir werden ein paar Leute jagen heute. Welche Leute? Motorradclub. Ja. Ey, der sieht aus wie der Bruno, ne? Das ist mein Sohn, Junge. Ja, ein bisschen vorlaut manchmal, ne? Schau, muss es sein, das ist gute Ziel. Aber ich muss dir gestehen, ich habe deinen Sohn letztens einen mit einem Golfschläger auf den Dötz gehauen. Warum denn? Ja, weil er einen Sachschaden gemacht hat beim Auto und das nicht Geld haben wollte. Das schadet den gar nichts. Ja, willst du nicht den Schaden von ihm bezahlen, oder wie ist das? Nein, natürlich nicht, spinnst du. Wie? Wir haben getrennte Kontos. Unterhalten, ihr müsst das kosten, ne? Er kriegt 154 Euro Kindergeld und dafür musst du klarkommen. Das ist nicht mein Problem. Also bist du nur ein Papa auf Zettel, sagst du? Frag doch seine Mutter. Komm. Also, wer ist denn deine Mama? Die ist leider verstorben. Oh. Meine Schwester. Gute Besserung. Was? Deine Schwester? Sind jetzt zwei verschiedene Personen gestorben? Deine Schwester, die Mutter von einem Kind ist. Doch, das ist die Mutter von dem Kind, ja. Und? Also, aber die ist gestorben. Hab ich verwechselt. Die ist gestorben. Noch eine Partynacht. Sind jetzt zwei Personen oder eine Person? Meine Schwester ist eine Person gewesen. Seine Schwester ist die Mutter seiner Kinder? Ja, ein Kind. Also hast du deine Schwester gestorben.
Jo, also, regt euch doch mal ab, ihr Hund! Das erklärt aber Norbert, muss ich ehrlich sagen. Norbert hab ich. Wie? Norbert war ein Raststättenfund. Was hat Norbert damit zu tun? Den hab ich nicht rausgejuckst. Ist nicht von mir. Sohn? Das ist mein Sohn. Adaptiv. Ach du Scheiße. Ach du Heilige. Ja. Das ist ein Blatt. Weißt du, wo dein Sohn immer sich mittlerweile rumtreibt? Nein, ich weiß es nicht, wo die ist. Bei den Roten, der macht jetzt nur noch Gangster. Darf er, soll er. Intrigen machen wir, Intrigen. Wir sind natürlich Blaue, macht dir keine Sorgen. Mein Sohn ist unser Spion bei den Roten. Alle hier rumkommen. Hallo, Jungs, seid ihr ready? Ich wurde gestern, euer Patroni, ich wurde gestern vom Motorradband entführt. Ah nein. An das Insel gebracht. Die haben mir meine Pistole weggenommen. Als erste gibt mir eine von meinen Handlanger jetzt eine neue. Auch wieder zurück. Ja. Los. Dann musst du einfach deinen Handlanger mal anrufen. Gib mir mal eine Knarre, eine von meinen Handlanger jetzt. Du hier mit Maske. Ja, dann ruf deine Handlanger mal an. Dankeschön. Was für Handlanger? Warte. Ich geb dir genau die Waffe, die du brauchst. Moment. Wunderbar, Junge. Brecheisenmüll. Ich brauch Knarre, Jungs. Und dann geht's los hier heute Abend. Hey. Kacke mit diesem langweiligen Bart! Wie die Vater so, die Sohn! Wieder einmal haben wir sie abgezogen! Das fährt ja gar nicht! Das für eine Müllkiste! Wie fährt das denn? Das fährt komplette Kacke! Warten wir kurz hier am Parkplatz. Ich bin von die Blaue, wenn hier jemand fragt, ja? Vorne ist mein Auto von die Blaue. Guck meine Hose an! Von was? Von die Blaue! Hab ich noch nie gesehen. Die Blaue? Ja, wir sind noch, die sind unbekannt. Die haben den Namen kritisch beschmutzt, die sind schlecht, aber ich hab immer die Hose gesehen. Der Anführer. Danke dir. Kein Problem, Buddy. Merk dir einfach mein Aussehen und wenn du Trilliardär bist, gibst du mir ein paar Millionen ab, ja? Natürlich. Ja, ich bitte deine Nummer, Tyron. Ich hab doch jetzt halt keine. Digga, komm mal über meinen Motorrad. Ey! Upsala! Hey! Was jagt ihr mich denn? Ich bin doch euer Chef! So, hier bin ich in Sicherheit gefahren. Ich bin doch euer Boss. Und nicht, dass die Affe anrufen, ich hab nur Probleme. Hey, wo bist du denn? Affe, Krankenhaus, komm schnell Krankenhaus. Ich hab die Kacke am Dampfen, die jagen mich! Ja, komm Krankenhaus. Die Blaue! Krankenhaus, hol mich ab. Ich hab Angst, ich hab mich in dein Haus versteckt. Komm Krankenhaus, schnell. Und entspannt bleiben, Junge, du bist doch ein Superhero. Keine da, fahr! Ey, bleib stehen! Überall die Blaue! Was ist passiert? Können Sie mal stehen bleiben? Wie geht's Ihnen? Oh, mir geht's schlecht. Ich weiß nicht, wie ich bin. Wo bin ich? Das ist für Spaß. Ja, das ist hier Juris Geschenk, ne? Wo bin ich? Ja, hier. Du anscheinend bei deinen Jungs, ne? Ich bin mein Junge. Wie heißt ich? Haben Sie noch Schmerzen? Nein. Okay, wenn was ist, ja, dann sagen Sie mir Bescheid. Mach ich. Alles klar. Wir sind unterwegs. Ja. Wer bin ich? Komm, du brauchst erstmal einen Joint hier. Komm, zieh erstmal einen Joint. Komm. Ja. Ja, ganz wichtig. Was ist das, ein Joint? Ein Joint? Das ist, du bist Holländer. Ich bin mein Gedächtnis verloren. Ein Joint, ja, das bringt dein Gedächtnis wieder zurück. Oh ja, das funktioniert. Ja, ich bin. Verdammt! Ich glaube, du brauchst nochmal noch ein Feuer. Dein Joint ist gar nicht an, Mann. Oh, das brennt mir. Ich esse das. Ich kau das ab langsam. Was macht ihr hier, die Blaue? Wir haben gerade dein Motorrad ziemlich erwischt. Oh, verdammt. Ich muss kurz telefonieren, ja?
Ja, Mann. Nächstes Mal besser auf der richtigen Stelle. Würde ich nicht machen, Mann. Wenn du fährst, ich schieße in den Kopf. Wenn du fährst, ich schieße in den Kopf. Du bleibst stehen. Ich würde wieder aussteigen. Ich würde aussteigen, Theo, ehrlich. Ich würde aussteigen, Theo. Wer bin ich? Theo, komm. Theo, steig aus, komm. Steig aus, ist besser für deine Gesundheit. Besser, danke. Besser. Sehr schön. Wir wollen doch nicht, dass noch mehr zu dir irgendwie passiert. Okay. Ja. Jetzt, ah. Nachdem wir Kabel binden dabei. Hoch da. Jo, oh mein Gott. Digga, was ist denn hier los, ja? Komm, du wolltest doch jemand jagen. Nee, bleib mal stehen hier. Hallo, ja, bleib mal stehen da. Bleib mal stehen, Bro. Bleib mal stehen. Ja, schön drauf da, genau. Wir kommen zurück in die Hut. Wir schauen wieder dahin, zu die Langweiler. Ich bin bei die Blaue, die haben mich eingefangen. Okay, ich komm dahin. Hey! Oh. Ich komm dahin, Job. Komm, blaue Hose anziehen. Hier. Verdammte Affe. Alter, wer ist denn Helmut? Stehen bleiben. Stehen bleiben. Hey, Bruno! Hallo, mein Fate. Wie geht's dir? Die haben mich hier gefangen genommen. Und ihr werdet auch alle beide hier bleiben. Wieso ich denn? Was hab ich denn gemacht? Benimm dich jetzt, Bruno, der Papa macht das schon. Pack mal das Handy weg. Auflegen. Geht nicht, Bock. Leg geht auf, nicht. Es geht hier doch sind nicht. Kopfschmerzen in die City. Ich mach ja, kein es jetzt geht hier. Doch nicht. Ach, guck mal, da haben wir auch das Paket zusammen. Bruno und Theo. Das ist mein Sohn. Komm, Junge. So, jetzt könnt ihr euch erstmal rechtfertigen. Theo und wieso? Bruno. Wieso? Was hab ich denn gemacht hier? Was nicht ihr gemacht? Habt alle beide mein Auto geklaut. Einmal Bruno und einmal heute der Theo. Überhaupt nicht. So, wen soll ich als erstes abstechen? Sucht euch aus. Junge. Der Papa geil, darf entscheiden. Ich hab kein Auto geklaut oder so, das geht doch nie. Ich hab auch so, kein Auto geklaut, man sieht's an die Hose, mir gehören doch die Autos auch. Mir gehören die Autos auch. Wenn ihr tötet. Komm, Bruno. Komm bei mir auch. Wir sind halt die Großen, deswegen müssen wir immer nach oben gehen. Was Papa sagt, wird gemacht. So, und Papa darf jetzt mal sagen, wer soll denn zuerst dran glauben, du oder dein Sohn? Keiner glaubt hier an irgendwas. Wenn du nichts sagst, dann werden's beide gleichzeitig. Mein Sohn wirft sich immer vor die Papa, oder nicht? Natürlich. Also den Sohn zuerst. Man klemmt, Mann, ich hab doch nichts. Der Affe ist da, Junge, jetzt seid ihr alle fertig. Affe. Mach die fertig, Loki, Junge. Affe. Was ist denn los, Mann? Was ist denn los schon wieder, Mann? Die haben uns mitgenommen. Wir sind unschuldig. Affe, guck meine Hose an, blaue Hose. Oh, was jetzt? Mir gehören alle Autos auf. Boah, jetzt. Hä, wo ist er? Ja, denn? Krass. Ja, ihr seid richtig krasse Typen. Wir gehen rein. Rein, Junge, wir bleiben drin. Warum nimmst du mein scheiß Auto hier mit? So, weil ich eine blaue Hose habe und weil die Autos auch mich gehören, oder nicht? Und dann meinst du, du darfst das einfach? Du hast es mir doch gezeigt. Ich hab gesagt, schließ auf und ich wollte eine Runde drehen zum Handyladen zurückkommen. Das war nicht so. Und ich hab dir wirklich gesagt, du darfst eine Runde drehen? Ich hab gesagt, schließ auf, wenn das Auto offen ist, heißt das ja oder nicht? Heißt das ja oder was? Mein Sohn! Ich hab einen Bon gezogen, ich bin high oder so. Jo, das sollte dir das ja auch nichts ausmachen. Das tut gut, Junge, nochmal. Komm schon. Ja. Oh. Daneben, du Vollidiot. Sorry, aber mit Vergnügen. Verdammte Scheiße, Moment. Bruno, steh auf. Wunderbar. Daneben Sag. Wieder. Das mögen Vater und Sohn. Das ist ein Vater und Sohn Ausflug, oder Affe, was? Das müssen wir uns rächen hier von die Arschlöcher. So, jetzt Affe. Reicht mir. Hände kann doch nicht daneben sein, was hier los Hände. Ist. Ich soll mal die Fesseln abmachen. Mach den Nein, mein Telefon klingelt. Mach mal die Fesseln ab, Mann. Mach hey! Den Fesseln weg, du Birne. Könnt ihr bitte dann die Fesseln aufmachen von die Affe? Wir müssen hier was machen. Perfekt. Sehr gut, Mann. Das hat mir so, gefallen, ein zweites Mal. Was sind das hier? Also ich würde sagen, ich Moment, mal ganz Theo, schnell, willst du denn hin? Stellt euch mal bitte schön auf den Tisch und zieht euch bis aufs Höschen aus, alle beide. Schon wieder, das machen wir gerne, komm. Die Krawatte kannst ja, du anders sehen, auf den Tisch, ich will einen Strip sehen. Komm her, Junge, wenn's dich befriedigt. Komm, Junge, hochkommen wie früher auf Papas Geburtstag. Ich hab ein Lied für euch geschrieben, alle hier beisammen. Ja, sing mal. Weil ich geschafft habe, was keiner einem Kindskopf wie mir zugetraut hätte. Ich war Chelsea, hab den Zyklopen besiegt, aber vor allem bin ich ein... Hey, ganz ruhig! Ein, entspann dich, ein, Junge! Mosche, Miesmuschel! Ich bin der Todesmuschel! Wir alle sind draußen gestorben! Das kannst du dir nicht ausmalen! Wir alle sind draußen gestorben! Oh!
Ein. Zwei Affe. Ja. Was ist denn passiert? Was geht hier ab, Junge, ohne Wind? Eins, zwei, drei. Los, Fisch. Los. Also ich würde sagen, dafür, dass die uns so amüsieren. Komm, Junge! Jungs. Ja. Das hat auch Spaß gemacht. Es muss auch nicht so jetzt hier weitergehen. Okay, Jungs, raus hier. Versuch war ja Affe, warum kommst du nicht mit? Warum bist du so langsam, Affe? Der ist so ehrenlos. Wer ist, Junge? Einfach den Vibe zerstört, Jungs. Ihr ich hab wirklich mein scheiß Auto, deswegen seid ihr überhaupt erst in der Hund. Ich hab hier stehen lassen, Junge. Ich muss gestehen, dass auch sein Juris Auto wieder offen ist. Okay, tut mir leid. Ihr wart alle am Tanzen, ich dachte, ihr seid abgelenkt. Kokosnuss! Kann ich die Dings Kokosnuss! Kokosnuss! Oh shit! Kokosnuss! Hör auf, schlagen oder schießen. Kann ich die Pistole wieder anziehen? Gib mir doch aber die Knarre wieder, Mann. Schnauze, Digga, hier kriegt keiner was wieder. Jetzt sind wir mit die Blaue alleine, Junge. Richtig, jetzt fahr ich euch aussetzen. Was für aussetzen? Gib ihm die Knarre wieder. Ah, toller Typ, ganz krasser Typ. Lass ihn jetzt, komm. So, Digga, der Affe-Typ verpisst sich als erstes einfach. Fahr weiter. Digga, du steigst jetzt aus dem Auto aus, Digga. Willst du einen Kopfschuss? Ja. Warte doch mal, ich komm nicht raus, Mann, hallo. Kokosnuss! Abschnallen! Gleich Kokosnuss, alle drei drauf auf den Kokosnuss! Kokosnuss! Ihr bleibt schön nackt, ihr beide! Kokosnuss! Nackt bleiben und ihr lauft kommt nicht raus, schön. Mann! Der kommt nicht ja, raus, hilf ihm doch! Ich freu mich jetzt um dich! Ihr beide lauft jetzt schön steig raus, ein. Durch den Würfelpark! Papa, so, lass mich gehen! Abfahrt. Ihr beide könnt schön nackig loslaufen! Komm, wir laufen, Papa! Verpiss dich, probierst du noch einmal mein Auto, dafür gibt's Privatgespräch über uns führen! Affe, hier sind wir da, Junge! Hallo! Verdammte Kacke, Junge. Wo ist mein Motorrad? Doch, der Affe, der Bruder macht das jetzt. Was ist denn für ein Motorrad? Was ist denn für ein Motorrad? Ich meine den Typen hier mit dem... Mit der wunderbar. Hey! Hey! Mann, ich wollte ihn tasern, ey. Willst du auch noch? Willst du auch noch? Komm, schlag gegen das Auto, kriegst du auch noch. So ne, au! Ach, ah! Du Scheiße, Mann. Hier! Mach mal die Karre weg hier. Hold in! Oh mein Gott. Aussteigen! Ja, das klären wir, kommen mit Theo, wir klären das. Wir holen uns ein bisschen Unterstützung. Komm. Jetzt sind die dran, die Blauen. Affe, das hat ein Nachspiel, wir brauchen Pistolen. Ja. Weg die jetzt Blau, da, wir klären Blau, das Blau. Alleine. So eine Demütigung von die ja, Blauen. Wen holen wir jetzt ran? Wir brauchen jetzt eine Truppe. Wir brauchen eine Truppe. Also, Truppe ist ganz einfach. Du und ich. Gegen die Blauen? Das reicht doch, oder nicht? Ja. Mit den Schnellpistolen? Pra, pa, 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 pa. Wie viele Pistolen haben wir denn zusammen? Wie viele hast du? Null. Ich habe auch keine. Was ist denn mit unserem Mäuschen eigentlich? Hat sie sich bei dir gemeldet heute schon? Ich habe das Nummer nicht von meiner Frau. Ich habe nur Unterwäschebild bekommen heute früh. Ja, dann ruft doch das mal an. Welche Moment. Farbe? Schick mir das auch mal rüber. Du Drecksau, du fängst an allein zu wichsen. Dabei richtig schön. Kennst du frühmorgens immer am besten. Dabei haben wir doch zusammen am Beach. Haben wir doch das zusammen schön gemacht. Weiß ich gar nichts, was da war. Ja, aber ich war noch leer, weil du hast ja den Mund richtig vorgenommen. Ich war noch schön ausgepumpt von dir, Affe. Mein kleines Äffchen. Warte, Sekunde, lass uns das nehmen, das ist noch besser. Komm, wir nehmen das Original. Oh, das geht. Wunderbar. Und fahr. Fahr raus. Wunderbar. Original, Auto. Ja! Affe, wir haben das Originalauto! Steig ein! Steig in das Originalauto! Komm! Super, super, perfekt. So, perfekt. Andere Klamotten an. Fahr ein Stück weiter weg, andere Klamotten an. Sag mir, wo das ist. Guck ja, mich. Super, wir sehen perfekt aus. Perfekte rote Junge. Du auch. Jetzt noch ein Mask, rotes Mask. Komm, wir fahren. Da steht doch ein rotes Auto, Mann. Nein, da sind keine rote. Fahr mal langsam vorbei, wir sind doch auch rot. Warte mal, das sind die nicht, das sind schwarze. Jetzt, nicht reden. Maske und rote Maske, nicht reden. Hallo Jungs, wir sind von die Rote. Was? Was seid ihr? Nix. Ich darf nicht reden, hat der Affe gesagt. Das ist gut, oder? So, gibt's noch was anderes? Ja, ich bin fertig. Mich erkennt kein Schwein. Ja, geht nicht, ADAC, komm, andere Karre. Verdammte Kacke. Ich hab ein bisschen Angst auch, dass das heute nicht klappt. Och, Lockes Pläne klappen immer. Wir fahren rein, mein Junge, machen wir die Kokosnuss.
Jetzt nein, wir fahren einfach vor die Tür, ballern zwei, dreimal rein, dass sie uns sehen, dann hauen wir erstmal ab. Und dann? Dann gehen wir zu den Roten. Wie können wir das verfolgen? Dann ziehen wir uns blau an und fahren zu den Roten. Ja, das ist schlau. Ich sag einfach hello again. Ja, ich möchte dich heute noch sehen. Dort, wo alles begann. Ich sag nur hallo. Hello again. Uno. So sieht ein Killer aus. Wow. Ein Killer. Oh. Die Blaue. Niki von Klaus, ich bin Gary von Kok. Theo von Alge hat uns den Auftrag gegeben, hier die Pistolette abzuholen. Ja? Wunderbar. Gut, wunderbar. Versuch deine Stimme zu verstellen. Kein Problem, Jung. Ich bin Gary vom Kok. Versteht, hört man mich noch raus? Nein, ne? Ne, gar überhaupt nicht. Mach mal nochmal. Ich bin Gary vom Kok. Überhaupt nicht. Wir wollen keinen Ärger. Wir haben andere Sachen zu tun. Wir auch nicht. Wir haben uns gar nicht gesehen. Sorry. Wir sind Perverse. Wir sind Perverse. Wir sind Perverse. Er ist der Niki Klaus und ich bin das Christkind. Und er nimmt Spaß mit Anja. Da, Anja, lauft Anja hinterher. Der füllt mir jetzt mein Säckchen ab. Komm. Ja. Krallt euch Anja. Mach mir schön die Socken voll, Äffchen. Ich hab einen dicken Sack dabei. Oh, Adak ist da. Wunderbar. Das hat aber auch gedauert. Wir sind Hi, Meister. Schön, dass du so schnell gekommen bist. Dank dir, Mann. Du weißt, wir sind von Kannst die Rote. Kannst du mal gucken nach meiner Karre? Bezahle ja, nichts. Danke dir. Doch, wir bezahlen natürlich fürstlich. Lass sie mal jetzt, lass sie mal jetzt. Das benutzen, das lass ihn das mal jetzt machen, Mann. Ey, moin. Jetzt hier kannst du gleich unser Auto auch machen. Jungs, guckt jetzt, dass ihr hier wegkommt. Ja, bitte. Warum? Wir haben hier unsere eigene Sachen zu tun. Nein, ich will ADAC brauche ich für mein Auto. Wir brauchen den Mechaniker für das. Komm, ich guck, komm. Affe und ich guck. Wir sind auch gelernte Kfz. Ja. Ja, wir gucken mal, komm. Ja. Wo drückt's? Was ist? Mach mal Motorhaube auf. Motorhaube auf. Ist ja qualmt. Ich gucke mal. Seid ihr von Magic Mike? Nein. Ups. Entschuldigung. Bist du dir sicher, dass du weißt, was du machst? Ja, geht gleich wieder. Ups. Ja, was sollte das? Nein, was ich will das Auto. Ich will gar nicht. Warte mal. Meister, bist du fertig? Ja, ich würde dir eine Rechnung geben. Ja, gib mir mal her, genau. Perfekt. So, dann guckt ihr mal nach euer Auto. Bisschen günstiger, weil. Gucken wir mal hier. An Gator. Gut, Jungs, wir müssen. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Kein Problem, ciao, ciao. So, hallo, Jungs. Hey. Oh, Ficky. Ficky ist da, wunderbar. Ja. Schönes Auto, richtige Farbe von unserer Bande. Danke, M6. Wunderbar. Sehr gut, super. So, Ficky. Mhm. Ich bin Gary von Kok. Wie viel? Gary von Kok ist mein Name. Gary Kok. Und das ist, stell dich vor, Affe. Ich bin Klausi von Klaus. Klausi, Niki von Klausi. Komm jetzt anwesend. Niki von Klaus. Theo von Alga hat uns geschickt, wir sollen hier die Waffen abholen. Ihr seht aus wie ein altes Ehepaar. Wunderbar. Ich krieg die Rechnung. Wunderbar. Habt ihr die Knarre dabei? Endo. Ey, leg mal auf. Ich wie Endo? Endo. Hey, bleib was ist denn jetzt los? Warte, ich muss doch bezahlen, ne? Okay, habt ihr die Waffe dabei? Haben wir, ja. Ja, okay. Ich muss rüberwachsen, sonst kann mein Chef Theo sauer. Moment. Wow, das hat geklappt. Ich habe eine gekriegt. Mhm. Ist schon geladen. Vorsicht. Fuchtel nicht rum mit dem Ding. Wo ist deine Hose, Theo? Ich habe doch eine Hose. Ich bin nicht Theo. Hast du einen Stinker gemacht? Ich bin Gary von Kok. Du hast einen Stinker gemacht. Ich habe keinen Stinker gemacht. Was will die denn, die Ficky? Affe, sag was. Hast du gefurzt oder was? Ich habe keinen Stinky gemacht. Kein Stinky? Auto, danke. Nee. Das brauchen wir noch. So, was steht ihr denn für krumme Dinger jetzt bei, hm? Gar nichts. Ich brauche nur noch die Waffe von Mikey. Also es wäre schön, wenn wir euer Auto auch behalten könnten. Das ist die richtige Farbe von unserer Bande. Mikey, mein Engel. Ich glaube nicht, dass du das gut lenken kannst. Ich brauche noch die Waffe. Kann ich mal probieren? Ja klar. Steig ein. Ui. Langsam, ja? Oh ja. Oh, das fährt. Das brauchen wir jetzt auch. Direkt, wir fahren direkt durch. Ich habe jetzt auch die Knarre. Wir fahren direkt durch. Was mit meinem Jungen? Los geht's. Wo ist das? Er ist unfähig, Mann. Er kann sich nicht mal rot anziehen. Markierung. Warte. Aber wir haben das falsche Auto, Junge. Nee, ist richtig. Wir haben doch nicht das Originale. Hey. Das rechte, linke. Vom Wir tauschen. Wir brauchen das Originale. Passiert mal. Komm, hab die nicht so. Okay, wir tauschen. Fahrt uns einfach hinterher. So, ey, wir fahren jetzt bei den Blauen rein. Wir ballern ein bisschen rum und hauen wieder ab, damit die denken, die Roten waren. Das versteht ihr? Du erzählst ein bisschen viel. Warte, gib mir eine Sekunde, ich hol mir noch eine Waffe aus dem Kofferraum. Sehr schlau, ja, doch. Sehr gut. Alles richtig gemacht. Wunderbar, Affe. Gott sei Dank hast du die Info rausgehauen. War sehr schlau. Jo, ihr könnt ja nicht alle abballern, das geht nicht, Mann. Ich sag euch das mal. Wenn wir durchfahren, kommen wir nicht wieder weg, glaube ich. Jo, wir fahren da durch, wir ballern ein bisschen rum, schreien ein bisschen. Jo, ihr müsst. Nix schreien, sonst hören die unsere Dings.
Ja, ihr müsst doch eine Stimmung verstellen, Mann. Warte mal, guck mal. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist, ich bin der Forti und ich wohne in Dortmund. Aber es kann auch natürlich sein, ein anderer machen, ja? Es kann auch den Mexikaner machen. Das würde dann aussehen wie Pablito. Ja, okay, Mann. Wie Pablito, hä? Ich hab keinen Mund. Was meinst du mit wie Pablito? Verdammte Scheiße, Mann, ich könnte auch... Ey, kannst du jetzt losgehen, oder was? Seid ihr bereit, oder was? Seid ihr Hallo, Mann, warte, ich brauch noch Mund. Ich hab mir noch eine Knarre, Mann, warte mal, eine Knarre brauch ich noch. Hat einen Mund für mich? Wunderbar. Hat jeder Schusswesten? Nein, Mann. Nein. Platz hier. Wieso habt ihr keine Westen? Haben wir nie. Hallo. Oh, ihr seid mir so Amateure hier. Mike, haben wir noch Westen im Koffer? Ich hab eine Schussweste, ich benutze das. Ist geeignet, wunderbar, hat geklappt. Sehr schön. Ist. Gut, und jetzt lass sie in der Hand und steig einfach rein. Hat geklappt, wunderbar, wir fahren jetzt. Geht los, Junge. Kommt jetzt, geht los, macht euch bereit. Ich bin ready, ich schieß dir in die Kopf, die Blaue. Verdammt, die Kacke, die Arschloch, ich hau alle hin. Ja. Wo fährst denn du hin? Wunderbar, wunderbar. Okay, geht los. Ja. Okay, man geht los, man geht los. Verlangsam. Paar Wischen auch, mitnehmen. Die über mir klebt, geil. Paar Wischen auch. Okay, geht los. Scheiße, Mann, jetzt kein Schwein, Mann. Yo, Motherfucker. Hab ihn mitgenommen. Ja, Mann, der ist tot, Mann. Noch nicht. Der ist schon weg, Mann, der ist schon weg. Eine wenige, ein Arschloch. Ich hab ihn schon schlafen. Jetzt geht's los, Wo sind die denn? Links oder rechts? Ich seh ihn. Drüben, komm mit. Ja, fahr rein. Okay. Noch nicht, schieß noch nicht. Ich schieß noch nicht. Bleib hier stehen, hier ist keiner. Kacke, keine. Fahr. Warum fahr denn? Hier ist doch keiner. Ja, du musst in Bewegung bleiben, das ist mal ganz wichtig, Mann. Okay, dann fahren wir noch eine Runde, komm. Scheiße, Mann, ich merk schon, ihr seid keine Gangster. Noch eine Runde. Fahr, Mann, genau so wie ich das höre, noch eine Runde, genau so. Immer in Bewegung bleiben, Mann. Wir fahren immer im Kreis, Affe. Bis ja, wir drei erwischt haben. Ich hab sofort eine Kugel verpasst, die Monkey. Mann. Jetzt geht's richtig los hier, Bruno. Schieß auf die Köpfe, Junge. Wir haben ein Problem. Noch eine Runde fahren! Keiner da! Ist gar keiner da! Jetzt, ey, wir machen jetzt Stadtpatrouille! Alles was blau ist, attackieren! Ja! Stadtpatrouille, alles was blau ist, attackieren! Wo ist die blaue? Nicht hier! Nein, Mann, hier ist keiner, Mann! Natürlich nicht! Wir fahren jetzt zu den Roten, wir schießen da ein bisschen! Ah! Als Rote oder was? Die eigenen Leute schießen! Arschloch! Die kämpfen sie! Jo! Wo schießt du denn? Verdammte Scheiße, der Holländer dreht schon total durch, Mann. Mann, ihr knallt uns gleich ab. Verdammt, Mann, yo. Ey, du Arschloch. Ja, Mann, ihr seid wahnsinnig, Mann, ihr Holländer. Wir hätten vor dem Haus warten müssen, vor die Blaue. Jo, ja. Das nennt man eine erfolgreiche Mission, Mann. Was? Ja, wir haben einen von denen erwischt. Wir haben keinen erwischt. Doch, ich hab einen abgeknallt, Mann. Einer? Na klar. Bruno, Sauerkraut. Ja, wenn vor die Glock ne Knarre in der Hand hat, dann trifft er auch. Was denkt ihr, Mann? Schätze mir vor die Glock, Mann. Ich bin gefährlich. Ich Scheiße. Bin Verdammte Kacke. Affe. Wunderbar. Das war, das, ja. Die haben das nicht mitgekriegt, die blaue Hundebrau. Ja, jetzt müssen wir umlackieren, ja, gehen und mal. Rein da in Wir müssen Hunde, noch mal rein. Das hat nichts mitgekriegt. Ich steig ja, ich aus dort. Ich hab schon mal Ja, und dann steigen wir aus. Wir machen ein Foto, Mann. Wir steigen aus und machen ein Foto. Genau, Mann. Komm, Jungs. Kann man noch sprühen? Geht noch sowas? Weiß ich nicht. Ich kann aber auch spielen. Wir haben jetzt überall diese. Oh, ich bin gefährlich! Bami, Junge! Doki hier drin! Yo! Das war echt kaputt, Verdammte Scheiße, Mann! Ich brauche eh keine mehr! Bami! Ich weiß nicht, wer mich noch bescheuert hat. Macht der Mann neben mir oder die ganze Scheiße hier, Mann? Halt die Schnauze, du Arschloch! Oh, fick dich, Mann! Wunderbar, natürlich! Wo ist das los hier? Bami! Yo, ich wollte doch nur ein bisschen chillen. Ich merke, wie alt ich bin, Mann. Ja, ich auch! Aussteigen, Jungs. Keine Eier, keine Angst. Hallo? Mach mal ein Foto, Mann. Mach ein Foto, Harry. Mann. Er schreibt mich hey, wie geht's dir, Bruder? Wunderbar, geht's mir. Was machst du denn Schönes? Ich bin hier, bei die Rote. Wollen wir schnell das Foto machen, Theo? Wir greifen die Blaue an. Wir machen ein schönes Foto hier von die Blaue Anlage, Jungs. Ja, hier, direkt hier. Kommt okay, ich schnell Foto. Mal schauen, ob's dir gut geht, ja? Komm ruhig vorbei. Wo denn? Wo steckst du denn? Vor die Blaue Haus. Als Rote verkleidet, Mann. Schnell, Mann. Komm schnell. Du weißt schon, dass ich von den Roten bin, Theo, ne? Ja, wir sind... Ach, du bist von die Rote. Gefährlich. Wir greifen die Blaue an. Wer macht das Foto? Wir greifen die... Tschüss, Harry. Wer macht das Foto? Jungs, ich glaube, ich habe Kacke gebaut. Ich sag's euch, wie es ist. Oh, ja. Rein ins Auto! Lauft ihr denn weg? Fahr! Fahr ohne die! Fahr ohne die Spaghetti! Fahr! Oh, Junge! Perfekt, okay, Junge. Die haben es genau geschluckt, perfekt.
Ich hab, einen zurückgelassen als Geist. Wunderbar. Wunderbar, Jungs. Ich hab Kacke gebaut. Sag ich euch gleich am Telefon gerade. Wieso denn? Harry hat angerufen. Was hast du gemacht? Ich hab gesagt, ich bin bei die Blaue als Rote verkleidet. Wir machen Fitney. Ist doch egal. Mann, dann, warum machst du denn so dann was, sagt ihr mir, ich bin doch bei die Rote, sag ich. Ihr habt mich verwählt. Tschüss. Idiot, Mann. Ist doch egal, jetzt machen wir alle Türkei. Und jetzt, dann gehen wir zurück. Dann gehen wir jetzt auf Vollangriff. Wir gehen jetzt auf die Blaue. Wollen wir zu die Rote fahren oder gehen wir als die Blaue zu die Rote? Wir gehen jetzt auf die Blaue. Die Blaue zu die Rote. Wo bist du denn? Hey, Gary Movie, wo bist du? Hey, ich bin. Hallo. Komm hier. Komm, da ist voll die Ballerei. Kommt zurück, ihr alle schön. Was ist denn mit euch? Affe, fahr zurück. Ficky hat Probleme. Wer will ficken? Ficky hat Probleme. Eine Frage. Schieß in die Reifen ab! Schieß in die Reifen ab! Bruno! In die Reifen! Schieß, schieß! In die Reifen! Oh, Bruno! Weg! Fahr weg, schnell! Wir haben den Jungen geopfert, ist egal, fahr weiter! Ficky ist in eine Schießerei! Jetzt bei dem Blauen durch! Verdammte Kacke, da ist Ficky in eine Schießerei verwickelt! Oh, verdammt, fahr! Oh! Die sind auf dem Dach! Ich hab sie auf dem Dach gesehen! Jetzt gehen wir uns umziehen, war doch gar nicht. Wir gehen uns umziehen jetzt in die Blaue rein, genau. Alles gut. Wunderbar. Gucken wir mal, dass wir uns jetzt ein bisschen blau machen, ne? Haben wir wieder Opfer gelassen und am Ende stehen wir wieder zu zweiter Affe, wie immer. Wunderbar. Na, wer seid ihr denn? Geht dich ein Dreck an. Ach. Wer seid ihr denn, Kollege? Ihr habt ja schöne Masken an da. Ich bin Gary und das ist der Nikolaus. Gary, ja, ihr dürft mal einmal mit rauskommen, ihr Wichser. Wir kommen nirgends mit raus, wir ziehen uns gerade um, mal lassen uns stehen. Raus, warum sind wir hier Wichser? Nein, dürfen wir nicht shoppen, was haben wir denn gemacht? Wir shoppen doch nur, Mann. Wollt ihr sagen, was ihr gemacht habt? Was haben wir denn gemacht? Wie findest du das, Gary? Guck mal, ich kann dir mal kurz was sagen. Guck mal, wie findest du den Pullover? Sag mal, wollt ihr mich waschen, was? Was ist denn euer Problem? Denkst du XL oder XXL lieber? So, ich kann euch mal was sagen, euer Kollege, ne? Der liegt. Oh, das war gut, das Oberteil war super. Euer Kollege wurde ins Krankenhaus geschickt. Welcher Kollege denn? Was denn? Was redet ihr denn? Der gleiche Maske, Mann. Also, komischerweise steht ein roter Audi in der Nähe und ihr seid hier im Klamottenladen. Ja. Ey! Ey, Affe, bei mir geht es nicht. 402. Junge, weil dieses Arschloch meint, er muss jetzt hier schießen, wenn ich die Person ziehe. Weil dieses Arschloch. Verpiss dich! Wenn ihr hier am Machen sind, verpiss dich! Wart draußen auf uns! Ich hab hier Probleme mit dem Anziehen! Kokosnuss, schnell. Ich hol gleich den Spartakus-Gott hier rein. Schnell. Wenn der jetzt schießt, dann geht er. Dann fliegt er von hier. Mir reicht! Report! Ey, Jungs, wenn ihr jetzt nicht aufhört, wenn ihr seht, dass ich keine Arme hab, mach, dass du rauskommst! Was für ein Report, wovon laberst du? Was meinst du? Was meinst du? Ey, lass mal los! Ey, hallo, seid ihr blöd oder was? Jungs, hier ist Knossi! Halt den Rand jetzt! Mach, dass du rauskommst! Wenn ich hier Probleme hab beim Anziehen, du kannst nicht schießen! Was für hier ist Knossi, was für Report? Komm mal raus, Kollege, was mit dir? Hol Repay-Bullen, junge Affe! Mir reicht's mit den Typen hier! Ich bin hier am Anziehen, guck mal, wie ich aussehe! Guck mal, wie ich aussehe! Weißt du? Was geht ja, du schießt und bei mir ist alle Speicherung kaputt. Alle Speicherung ist kaputt. Er ist ohne PC aufgewachsen. Er braucht immer ein bisschen länger für sowas. Jetzt da reg ich mich auf. Du kannst nachher mit mir spielen. Aber lass mich hier machen. Komm, wir kümmern uns um den anderen erstmal. Der ist ein bisschen verloren, glaube ich. Nee, lass mich. Ich helfe ihm ein bisschen. Mann. Nein, du bleibst jetzt hier. Affe, guck mal meine Arme an. Ich helfe ihm doch. Und der schießt noch so. Das Opfer schießt noch einfach. Ich habe keine Arme. Bei mir stimmt alles nicht. Komm jetzt raus. Ja, du musst dir nur ein richtiges T-Shirt anziehen, spann dich durch. Los. Affe, bei mir ist alles verstellt. Ich bin komplett am Arsch. Hörst du schlecht? Meinst du mich? Dein Kollege hier. Affe, ich sag's euch nochmal, hier ist Knossi. Kommst du mir blöd, knallst. Mach, dass du Land gewinnst. Geh, dass du rauskommst hier, wenn ich mich am Umziehen bin. Es reicht mir jetzt. Sag mal, was denn für ein OOC? Was denn für ein Knossi? Ist mir scheißegal, OOC. Ich hab hier Probleme und keine Arme. Hör zu, einfach ruhig dich. Guck mal, wir machen das so. Du kümmerst dich mal. Ich schick euch alle runter von Malta. Alle! Guck mal, du kümmerst dich jetzt erstmal um deine Klamotten da und wir sitzen hier auf der Bank. Und wenn gleich da fertig bist. Warte draußen auf der Parkbank, ich hab hier Probleme. Ich bleib hier sitzen, ich warte jetzt hier genau. Duchi, gib mir die Nummern durch. Könnt ihr meinen Kabelbinder abmachen, bitte? Mach doch mal die Kabelbinder ab. Alter, ich hab keine Arme mehr. Brauchst du was zu rauchen? Du schießt mit deinem Ding und alle Speicherung war weg, du Arschloch. Was ist für eine Speicherung? Du schießt mit deinem Ding und alles ist weg. Komm mal hier, das war ein Taserschuss. Warte mal, ey, wir machen das jetzt, Theo. Ich Jungs, ey, lasst uns doch mal 10 Minuten warten. Ey, wenn der mich doch. Ja, mach doch, wenn du hier sitzt, dann will ich sitzen. Jetzt kriegt er gleich eine Kugel. Mach mir doch mal die Kabelbinder. Ja, dreh dich doch um. Oh, Junge, Alter, wie wirklich? Soll ich das von vorne machen? Du gehst gleich zum Rektor. Ich schwör's euch, Jungs, wenn die mir noch weiter auf den Sack gehen, knallt's hier drin. Im Schock. Knallt's gar nicht. Bevor ihr was knallt, knall ich dich um, ganz einfach.
Es hat keinen Wert, wirklich. Mach ab. So. Ja. Lass auslocken. Wir machen es. Der Typ ist geistig behindert. Der kommt nicht mit dem Takt. Ich hab keine Arme! Siehst du das nicht? Ich hab keine Arme! Was denn für Ausloggen? Was ist denn hier los? Ich hab keine Arme, du Arschloch! Komm her. Verdammte Scheiße. Komm her. Lass mir doch meine Ruhe beim Anziehen. Ich mach den weg jetzt, Junge. Ich mach den weg. Ich hab keine Arme. Guck meine Arme an! Leg die Waffe weg. Ich hab doch gar keine Arme! Ihr seid doch wirklich, wirklich ohne Scheiß. Also so nervig. Wirklich, ihr seid ja wahrscheinlich OC genauso nervig wie ihr. Geht Abitur machen! Mach, dass du rauskommst! Ey Jungs, merkt ihr das nicht, dass wir technische Probleme haben? Ja, aber was ist los? Ist die Mörder ist gut? Warte, bevor wir nicht uns erstmal kurz selber abwarten, ja? Hört doch mal nicht gleich erstmal auf, mein Kollege. Hört doch mal ganz entspannt hier. Ja, ich hab meine Knarre dran. Wenn ich noch ins Altersheim muss oder so, von Herzinfarkt oder so ein Scheiß. Ich lock mich jetzt aus. Ja, wo ist der Kollege hin? Also, haben wir hier. Die sind. Der Kollege abgehauen? Ja, kümmer dich um den Kollegen. Wir sind, alles gut. Also, wie kann man so nerven, Junge? Mach auf jetzt, das Ja, pass auf, guck mich an. Ich hab keine Arme mehr. Mach auf. Wie kann man mir so auf den Sack gehen? Wir schießen gleich auf die. Wir schießen die gleich einfach rum. Steckt in Schwierigkeiten? Jetzt kommt Ficky noch und geht mir auf den Sack. Also jetzt rein. Okay, jetzt rein. Hey, T-Shirt 1, 3. Guck, dass mein Kind abgetrieben wird. Du musst dich jetzt aber auch nicht wie so ein Baby benehmen. Zieh dich jetzt einfach. Ich bin T-Shirt 21! Soll ich bewaffnet kommen? T-Shirt 2-0, Torso 1, bester such dir was Punkt, aus. Spruch. Einfach aufgelegt. Ja, guck mal. Aufgelegt. Junge, damit habe ich auch keine Arme. Ja, die kommen gleich, oder Mann. Natürlich, die haben den Affenkönig und die Fates von mir. Wir müssen die holen. Okay, weiter. Alle Nerven verloren. Scheiße auf die Blauen, ich kann mit denen heute nicht mehr. Bitte, bitte, tu mir einen Gefallen. Warte mal, dann brauche ich die andere Nummer. Das hättest du dir aber vorher überlegen müssen, ne? Ich brauche die andere Nummer. Ich krieg Nervenzusammenbruch, wenn die beiden nicht gleich einen Abgang machen. Krieg einen Nervenzusammenbruch. Oh, kein Problem, ich werde hier bleiben. So schnell weiche ich nicht von deiner Seite. Die Waffe runter, du Wichser. Hau ab jetzt, es reicht die wirklich. Die Waffe runter. Jungs, haut doch mal bitte ab, tut uns doch den Gefallen runter. Und lasst uns das doch hier irgendwie erledigen. Guck mal, also ich gebe euch jetzt mal ein Angebot. Ja, Papa, lass doch den Papa mal reden. Ein Angebot. Sei doch mal ruhig. Wir stehen vor der Tür und warten da auf euch. Ja, okay. Ganz genau. Dankeschön. Tschüss. So, komm, wir gehen raus. Lass die anziehen, dann holen wir uns die gleich. Ja, dankeschön. Krieg zwei Kugeln rein, Junge, vom Offen. Jetzt schieß. Ich kann nicht raus aus dem Menü. Mann. Wenn ich jetzt aus dem Menü gehe, ist alles kaputt. Ich bin Knossi. Ich bin Knossi. Ich musste raus. Ich musste OCC gehen. Damit die das verstehen. Ich habe keine Arme drin. Der nervt mich weiter. Ich sag den, lass mich doch danach in Ruhe. Jetzt bin ich wieder der Schöne. Guck. Oh, wunderbar, ein schönes super, Outfit. Perfekt. So ein schönes Outfit, ey. Wirklich. So, Jungs, ich bin wieder da. Oh, na! Ja, und was jetzt nimm daran? Affe. Ja. Es ist wieder weg. Wieder weg? Ich hab nichts gemacht. Affe, ich kann nicht mehr. Ja, du bist aber auch besonders clever. Warum? Ja, du kannst doch nicht sechsmal hintereinander falsche Taste drücken, Mann. Ich hab zurücksetzen gedrückt. Warum? Komm, wir nehmen das Auto hier und hauen ab. Hey. Versuch's nicht. Ey. Hey! Wo willst du hin, mein Freund? Du hast mir die Waffe abgenommen. Du darfst das da drinnen nicht. Gib das wieder her. Scheißdreck, dreh dich um. Du darfst das da drinnen nicht. Die Situation hat sich dahin verlagert, also halt die Fresse. Du darfst mir die Waffe nicht abnehmen. Ich reporte das jetzt. Pass auf, beweg dich. Sag mal, was für Reporten, was laberst du? Ich reporte das jetzt. Ja, Bruder, ist so schlecht. Das macht richtig Spaß mit euch. Achso, okay. Gut. Oh, guck mal. Weiß ich nicht. Ich glaube, der wollte mich einer abknallen. Digga, das ist so schlecht einfach. Grad. Ja, aber da kann ich nichts dafür, Junge. Ich kann da nichts dafür. Ja, Bruder, ich kann gerade nicht. Ich glaube, das wollte mich jemand abknallen. Verdammte Kacke. Der hat den einfach weggebrettet. Ich habe nichts gemacht. Ich weiß nicht, von wo das kommt. Ich kann da nichts dafür. Gib dem Hallo! Seine hey, yo, Motherfucker! Zurück. Put your hands up! Put your hands up in the air, Motherfucker! You from the 18th, Motherfucker? Nein, bin ich nicht. You son of the bitch? Ich bin Zirkusdirektor! Get an die Wand mit dir, du kleiner Bastard! From the 18th, Motherfucker, Ich bin kein 18, wo? You need stress with blood. Das, der mit weißer Mütze ist eine! Hey, Motherfucker! Der mit weißer Mütze! You know what I mean? Shut the fuck up, you Motherfucker! I fucked you! Let's go, hey JJ, da ist sie wieder, da ist die mit dem S6 wieder. JJ! Ja. Kannst du mich zum Krankenhaus fahren? Die mit dem S6 hat euer Mann umgeschossen. Mit Sicherheit. Die waren das. Ja. Könnt ihr mich zum Krankenhaus fahren? Ey, er schickt gar nichts mehr. Affe holen.
Die haben mir alles geklaut, das hat ein Nachspiel. Oh oh. Ey, wer schießt da schon wieder? Warst du nicht hier in den Rot angezogen? Nein. Die haben mir alles weggenommen, Jamal. Ja, selber schuld, Bruder. Ich hab dir gesagt, du sollst aufpassen. Aber im Shoppingladen, das darf die nicht. Ich war da zufällig. Auf dich, du wurdest gesucht, oder nicht? Ich werde nicht gesucht. Achso, ja, dann darf ich. Ich bin brav. Oh oh. Okay. Au revoir. Ich bin wirklich völlig, wenn man mich nicht in Ruhe lässt, wenn ich konzentriert bin, raste ich aus. Plan wäre gut gewesen, Jungs. Plan wäre echt geil gewesen. Wäre wirklich geil gewesen, gell? Sagt ehrlich. Hey, Bruno. Ich bin nicht Bruno. Ah, Theo. Theo von Auge, ja. Hey, wie geht's dir? Sehr gut, ich kenn dich doch. Wer ist denn das, Mann? Irgendwo erkenne ich ihn. Du weißt nicht, Stefan? Na klar, wir kennen uns doch. Aha, du weißt schon, Stefan Grab und so. Ja, Mann, genau. Bist du das, die echte von Entertainment Show? Na klar. Wann kommt das endlich wieder? Naja, seit ich jetzt hier in Dortmund bin, gar nicht mehr. Turmspringen, das war geil. Ja, oder hier, nackt im Grab. Und so weiter und so fort. Genau das. Wie geht's dir denn, Theo? Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Geht mir schlecht, ich wurde gequält. Warum das denn? Von die Blaue, ohne Arme hatte ich. Ach du Scheiße, von den Blauen auch noch. Kennst du meinen Jungen? Ja, was soll ich sagen, leider. Wie, warum das denn? Der ist ein bisschen penetrant, der Junge. Was hat er gemacht? Aber nett. Aber das ist mir die ganze Zeit mit seinen Flossen immer auf die Füße draufgestiegen. Magst du nicht so? Ja, finde ich immer kacke mit den Flossen. Naja, auf jeden Fall dachte ich halt, nachdem das mit dem Titty-Twister und mir nicht mehr geklappt hat, mache ich ein bisschen was für die Gesellschaft. Corporate Social Responsibility und sowas. Gut. Ja. Das kann ich ja auch mal moderieren. Was machst du denn Responsibility-mäßig? Was kann man da machen? Naja. Pflanzen wir da Bäume? Nein, aber ich tue natürlich was für die Gesellschaft, indem ich die bösen Jungs von der Straße weghalte. Wie denn? Mach mal bei uns, wir sind auch böse, flinke Finger. Probier mal. Jugo Betrogo. Wir sind Trickbetrug. Ja, Jugo Betrogo ist ein Kumpel von mir. Mach mal mit uns von der Straße weg. Komm, mach jetzt mal dein Hexenzauber mit uns. Hopp. Mein Hexenzauber. Hokus Pokus. 1, 2, 3, Stefan Grab frisst allerlei. Mir hat's nichts gebracht. Ja, ene mene miste, ich finger nicht, ich fiste. Bei ihm hast du gefunkt. Bei mir musst du noch ein Level weitergehen. Nee, Mann, das bringt nichts. Das ist dein neues Konzept, Social Interacting, was? Scheiße. Ja, ganz genau. Wie heißt das nochmal? Ja, Social Interacting, ist schon richtig. Stefan, sag nochmal, Mann. Social Corporate Responsibility. Okay, Scheiße, wunderbar. Mach mal einen Witz, dass wir ein bisschen lachen. Pass auf, zwei Typen klopfen an eine Tür. Klopf, klopf. Macht eine ältere Dame auf, sagt der eine. Schönen guten Tag, wir waren gestern auf der Geburtstagsparty ihrer Tochter. Sagen Sie, ist das richtig, dass Sie ein goldenes Klo haben? Die alte Dame guckt total verwirrt und der andere Herr ergänzt. Ja, ich war gestern auf der Geburtstagsparty von Ihnen und mein Freund hat es erzählt, Sie hätten ein goldenes Klo. Die alte Dame ist total verwirrt und schockiert. Ich bin schon rausgekommen irgendwie. Dreht sich nach hinten um und schreit, Jürgen, hier ist die Sau, die dir in die Tuba geschissen hat. Was? Das war doch keine Quiz, das war eine Geschichte von einer Frau. Ja, aber die ist witzig. Also, der kommt aus Kuba, Mann. Was für Kuba, Jungs. Nein, der Typ hat dem anderen Typen in die Posaune gekackt, ey. Die Tuba. Hallo. Weil er dachte, das ist... Ja, okay. Verstanden, Stefan. Ja, okay. Hast du nicht was Kurzes, Knackiges, Mann? Ja, wisst ihr, was ich bei Ice Age gelernt habe? Sag mal. Dass das Eis am besten bricht, wenn man einfach die Eichel reinrammt. Auch nicht, ne? Hab ich nicht verstanden. Ach, oh Mann, immer diese Sprache. Eine noch probieren, komm. Einen kannst du noch, komm. Hey Stefan, das ist es. Dein großer Moment. Du musst jetzt nochmal alles fokussieren, was du hast. Ja. Seid ihr bereit? Ja, ich dachte, das war's schon. Nein, um Gottes Willen, ich hab mich nur kurz ein bisschen in Stimmung gebracht. Also, jetzt pass auf, schnall dich an. Ja, gut, wunderbar. Kommt ein Mann zu einer Frau und sagt, hey Süße, sag mal, kannst du lesen? Sagt die Frau, ja, warum? Sagt er, perfekt, weil in meiner Hose da steht was. Hä?
hab's nicht ganz verstanden. Ah. Ja, ich hab's überhaupt nicht verstanden. Eine noch, komm. Na, aber einfache. Ich hab mir wirklich Mühe gegeben, Stefan. Sei mir nicht böse, ich hab's wirklich. Eine einfache jetzt, eine schnelle einfache. Was steht denn in deiner Hose? Konntet ihr das vorlesen oder was? Ja, also ähnlich. Okay, pass auf. Kommt ein Typ nochmal zu einer Frau und sagt, hey, sag mal, kannst du eigentlich schwimmen? Sagt die Frau, ja klar, warum denn? Sagt er, perfekt, ich würde dich nachher nämlich gern mal ins Becken stoßen. Stell dir vor, die kann nicht schwimmen, was dann passiert? Scheiße, Mann. Sag mal, tickst du richtig? Du bist hier ein Perverse. Hast du eins an der Waffel oder was? Sei es ein Theo, doch nicht richtig. Ach, du tickst doch nicht sauber. Na, der ist doch pervers, Junge. Na, ich bin halt ein bisschen raus. Komm, jetzt erzähl du mal einen, Theo, komm. Ja, los, schepper mal einen raus. Gut, ich erzähl euch mal einen. Achtung. Was steht auf dem Grabstein von einer Putzfrau? Das hat sie nicht. Sie kehrt nie wieder. Alge.